Willkommen in den Verhältnissen! Hier hat jemand was offensichtlich Satirisches geschrieben und wir wissen nicht, ob wir stehen lassen sollen oder löschen. Oder ja, irgendwas über Sex mit Ziegen? Nein, nichts mit Erdogan. Hey, viele reisen ja nach Indien, um dort für teures Geld Entschlackungskuren zu machen. Dabei ist in Indien ganz einfach. Müssen sie nur ein Softeis essen, entschlackt sich alles von ganz allein. Ja, ja. Jetzt stellen Sie sich mal vor, es käme so ein Typ daher, der würde sagen, ab jetzt gibt's keine Handys mehr. Die Worte wandern wieder nur von Mund zu Mund. Analoge Sprechgeräusche auf dem Erdenrund und kein Laptop mehr, kein Tablet und kein Google sowieso. Und vor lauter selber denken steigt plötzlich das Niveau. Kommentieren ohne Likes und Tweets. Kommentare mit dem Mund abgeben. Oral! Oral. Ja, das kennen die meisten nur von YouPorn, ja? So, was machst du da? Oh, ich liebe AfD-Kommentare. Da kann man jeden ungelesen löschen. Alles Arschloch-Kommentare. Hier, guck mal, sogar blind. Pass mal auf hier. Total weg. Jetzt stellen Sie sich mal vor, da kommt so ein Typ daher, der würde sagen, ab heute gibt's keine Kriege mehr. Wir reichen uns jetzt einfach alle mal die Hand und streichen aus dem Duden das Wort Vaterland und lassen es so lange weg, bis auch der Letzte spürt, dass so ein Gedankengut nur zu Brudermorden führt. Doch manche sagen, das kann doch gar nicht sein. Wozu kaufen wir sonst unsere Waffen ein? Wollt ihr wirklich eine Ehe mit Gewalt verzichten? Warum eigentlich nicht? Du bist der Maulwurf, der sich durch den großen Internetkuchen, durch den gesamten Käse des World Wide Web bohrt, um uns Unwissenden die Rosinen zu zeigen. Du bist Fakt 42! Sag mal, bist du bescheuert? Mein Käsekuchen? Da! Schau mal, du hast ja wohl nicht mehr alle! Willkommen in den Verhältnissen! Zieh sie alles raus, was geht, es muss ja keiner wissen. Willkommen in den Verhältnissen. Hauen Sie richtig auf die Kacke, aber lachen Sie ins Kissen. Nehmen Sie noch ein bisschen, aber hinter den Kulissen.